Herzlich willkommen zum heutigen Chesspresso. Ich habe euch heute eine Partie zweier Legenden mitgebracht. Boris Gelfand gegen Alexei Shirov. 1998 gespielt beim Rubinstein Memorial. Ja, es war eigentlich eine perfekte Partie und ein Beispiel dafür, was der Unterschied ist zwischen dem Schach der Supergroßmeister und dem Schach, sage ich mal, der allgemeinen Bevölkerung. Denn eigentlich spielten beide eine sehr gute Partie. Nur ein Fehler genügte, dass Gelfand, der Herausforderer zur Weltmeisterschaft gegen Vichy Anand, gegen den Herausforderer, eigentlichen Herausforderer von Garry Kasparov um die Weltmeisterschaft, Alexei Shirov, gewinnen konnte. Ja, eine super komplizierte Partie, wie man es vor allem natürlich von Shirov erwarten würde, aber ich möchte euch da gar nicht zu lange auf die Folter spannen, sondern wir gehen direkt rein in die Partie. Bis gleich. Ja, es wurde die grünfeldindische Verteidigung gespielt mit einer etwas ungewöhnlichen Zugreihenfolge, aber hier sind wir. Man könnte jetzt natürlich auch D6 spielen, Shirov durchaus ein Freund auch der königsindischen Verteidigung, aber in dieser Partie entschied er sich für den Grünfeldinder, der bis heute als einer der besten Waffen gegen erstens D4 gilt. Die Idee von Schwarz ist es, möglichst schnell das Zentrum zu belagern, nämlich diesen Punkt D4 mit C5. Geht man drauf, mit Springer C6 geht man drauf, schnelle Entwicklung. Dafür ist es offensichtlich, hat Weiß das Zentrum und sagt, ja hier, ich sperre dich ein, deine Figuren können sich kaum entwickeln. Die nächsten Züge sind natürlich noch alle Theorie, C5, Turm B1. Ja, heutzutage würde ich sagen, ja, moderne Theorie halt, Turm B1, die beiden Läufer stehen drin und trotzdem zählt man den Turm. Aber es ist gar nicht moderne Theorie, denn diese Partie wurde vor 25 Jahren gespielt. Da waren die Computer bei weitem nicht so gut wie jetzt, aber zwei Genies, schachliche Genies wie Gelfand und Shirov, die haben schon damals herausgefunden, dass Turm B1 ein durchaus spielbarer Zug ist. Kurze Rochade, Läufer E2, Turm B1 guckt natürlich auf den B7 drauf, der Läufer von C8 kann sich jetzt nicht so einfach entwickeln. C schlägt D und Alexei als taktischer Gott, möchte ich beinahe sagen, hatte natürlich keine Angst davor, mit Dame A5 Schach den Bauern mitzunehmen, denn er sagt sich, ich rechne so gut, ich habe so ein gutes Gefühl für die Dynamik, dass ich hier dieses Bauernopfer durchaus annehmen kann. Wie heißt es so schön, ein Opfer widerlegt man am besten dadurch, dass man es annimmt. Kurze Rochade und ja, die Unterschiede sind ganz eindeutig. Weiß hat Raumvorteil und die bessere Entwicklung. Schwarz dafür einen Bauern mehr. Läufer G4 ganz wichtig, um hier gegen den D4 zu spielen. Es droht jetzt nämlich Läufer schlägt F3, gefolgt von Läufer schlägt D4. Das kann man noch weiter unterstützen mit Springer C6 und Turm D8. Aber Schwarz hat noch einen weiteren Trumpf in der Tasche, nämlich diesen A-Bauern, diesen entfernten Freibauer, der perspektivisch natürlich auch mal von dem Läufer auf A8 unterstützt wird. Es kam der Zug Läufer G5, geht auf den E7 drauf. F6 würde man natürlich jetzt hier nur sehr, sehr ungern spielen. Das würde die Diagonale A2 Richtung G8 öffnen und das wäre sehr gefährlich. Deswegen kam das nicht, sondern es kam hier der Zug H6. Läufer schlägt E7, das wäre ein Fehler gewesen, denn es käme Turm E8, der E4 hängt und bei so einer Bauernwalze, bei so einem starken Bauernzentrum nebeneinander stehenden Bauern, ist es ganz wichtig, die wollen so stehen bleiben. So wie sie im Moment stehen, überdecken die unglaublich viele Felder, viele sehr wichtige Felder, auch im gegnerischen Lager. Aber wenn jetzt hier einer vorzieht oder einer fällt, dann entstehen auf einmal Lücken, die man nicht wirklich haben will. Deswegen wäre Läufer schlägt E7 Fehler. Es kam hier Läufer H4. Behält aber natürlich trotzdem weiterhin ein Auge auf E7. Denn nur weil man ihn jetzt nicht nehmen sollte, heißt es nicht, dass es im Verlauf der Partie nicht die Situation geben könnte, dass ein Schlagen eine gute Option wäre. A5, da haben wir den A-Bauern, der läuft. Und Weiß-Gelfand lässt sich nicht zweimal bitten. Spielt hier Turm schlägt B7 und holt sich damit nicht nur seinen Bauern zurück, sondern sagt auch, na, der E7, den schaue ich mir doch auch langsam mal an. G5, Zug mit Tempo, Läufer G3 zurück, klar, keine andere Option. A4, der Bauer läuft, der einzige Trumpf von Schwarz, der läuft weiter voran, H4 und A3. Und man muss sagen, bei all den negativen Attributen der schwarzen Stellung ist dieser Bauer, der dort auf A3 steht, natürlich schon ziemlich weit vorgerannt und droht sich bald hier in eine
Dame zu verwandeln. Also da muss Weiß immer ein Auge drauf haben. Was bedeutet ein Auge drauf haben? Das bedeutet, dass sich weiße Figuren darum kümmern müssen, diesen Bauern aufzuhalten. Weiße Figuren also, die keine anderen Aufgaben vernünftig übernehmen können. Und das ist eine der Funktionen eines so weit vorgestürmten Freibauern, weiße Figuren an dessen Verteidigung, an dessen Aufhalten zu binden. H schlägt G kam in der Partie, H schlägt G, logisch, Weiß versucht die schwarze Königstellung zu lockern und es sieht hier auch relativ einsam aus. Ja, der Läufer auf G7, das ist noch ein verlässlicher Beschützer des schwarzen Königs, aber ansonsten ist da nicht viel los um den schwarzen König und die weißen Figuren. Ja, die stehen hier schon ein bisschen parat, um da Stress zu machen. Auch die Dame ist relativ schnell drüben, man muss da aufpassen, aber im Moment, Springer schlägt G5 verbietet sich noch, denn der Läufer auf E2 würde hängen. Also noch hält es alles gerade so zusammen. Turm C7, ein sehr schlauer Zug, verhindert nämlich den Zug Springer C6, die Entwicklung des Springers auf das favorisierte Feld und kann auch mal Turm C2 oder Turm C1 zurückziehen, um den Bauern auf A3 aufzuhalten. Springer A6, das muss er so entwickelt werden. Hier kam jetzt Turm schlägt E7, Läufer C4 wäre eine andere interessante Alternative gewesen, Dame B2 und dann Turm schlägt E7, aber wir wollen ja auch nicht zu detailliert werden, denn diese Stellung entstand nach Turm schlägt E7, auch hier kam Dame B2 und Läufer C4. Und hier kam schon der entscheidende Fehler. Bis hierhin eine super spannende Partie. Beide haben eigentlich, ich möchte beinahe sagen, alles richtig gemacht, denn beide spielten ihre Trümpfe aus und das nennt man dann dynamisches Gleichgewicht. Ja, beide stehen super, also ist die Stellung ungefähr ausgeglichen. Es ist aber eindeutig eine Stellung, wo der kleinste Fehler tödlich sein kann. In der Partie hier kam der Zug Dame B4. Und jetzt die Frage an euch, haltet dazu kurz den Chesspresso gerne an. Was wäre hier die richtige, oder was war die richtige Antwort von Weiß, um hier die Partie auf die Siegerstraße zu lenken? Ich bin mir sicher, Alexei hat den Zug gesehen, hat aber sich vermutlich verrechnet. Ja, haltet kurz an, wenn ihr nachdenken wollt. Ihr kennt das Prinzip aus meinen Weltmeisterkursen, wo ich immer wieder sage, jetzt einen Moment anhalten, damit ihr eben auch den entsprechenden Lerneffekt habt. Ja, der richtige Zug hier, ich hoffe, ihr habt es gelöst, ist der Zug Läufer schlägt F7. Mit der Idee nach Turm schlägt F7, König schlägt F7, ganz klar zu sagen, okay, nach Springer schlägt G5, König G8, Dame schlägt G4. Mit all diesen Angreifern der Drohung Dame E6 Richtung schwarzen König zu gehen, das ist zu viel, Weiß steht ganz klar auf Gewinn. Deswegen hat er sich hier für König H8 entschieden. Diese Stellung ist absolut gewonnen für Weiß. Stellt sich die Frage, was wäre statt Dame B4 besser gewesen? Und das wäre der Zug Springer B4 gewesen. Den Turm auf A8 mit zu aktivieren und vor allem den Springer von B4 besser zu stellen. Jetzt nach, sagen wir mal zum Beispiel, Läufer schlägt F7, ginge Turm schlägt F7, Turm schlägt F7 und A2. Und das Vorlaufen des Bauern ist auf einmal viel gefährlicher, als wenn der Springer noch auf A6 steht und entsprechend der Turm von A8 nicht frei steht. Das bedeutet, nach Springer B4 wäre nicht Läufer F7, sondern Turm F7 der beste Zug gewesen. Turm F7, Läufer F7, König H8 und E5. Es wäre eine Stellung nach Alexei Schirows Geschmack gewesen, die er aber leider nicht erreicht hat, weil er, wie gesagt, den Fehler Dame B4 gespielt hat. Es kam Läufer schlägt F7, wie gesagt, König H8, warum das Schlagen auf F7 nicht geht, das haben wir gerade gesehen. Und danach war es, ich möchte sagen, alles eine Frage der Technik. Aber was bedeutet das eigentlich? Schaut euch diese Stellung an. Schwarz hat erstmal einen ganzen Turm mehr. Dafür muss er hier mit dieser doch recht unangenehmen Drohung Dame H5 Schach, Dame H7 Matt zum Beispiel umgehen. Dame B6 zur Verteidigung, Läufer E6. Was für ein Zug. Sperrt auf der sechsten Reihe ab, droht wieder Dame H5 Schach, gefolgt von Matt. Deswegen sah sich Alex jetzt gezwungen, hier die Dame zu geben. Und natürlich hat Schwarz eine ganze Menge Figuren für die Dame. Läufer, Springer und Turm ist eigentlich eine adäquate Kompensation. Aber da liegt die Betonung auf Figuren, denn Bauern hat er kaum noch welche. Da haben wir hier mit Weiß wirklich eine ganz schön gute Bauernmasse. Läufer E5, sehr schöner Zug. Im Falle von Läufer schlägt E5 haben wir den kleinen, aber feinen Zug Dame H5, gefolgt von Dame schlägt E5. Turm F7, Dame H5, Schach, König G8 und Dame G6. Und hier kann man jetzt auch nicht mehr allzu viel machen.
damit die 6 noch ein schöner Touch, denn es bedroht den A3 und droht gleichzeitig Dame D5 mit Schach auf den G8 und dem Angriff des Turms auf A8. König H7 und jetzt, wo der A3 weg ist, mit dieser Bauernmasse war nicht mehr viel auszurichten. Natürlich versucht es Alexei hier noch ein bisschen Stress zu machen, aber am Ende des Tages lief der Bauer und er lief und er lief und er lief. Ja, das Duell zweier Legenden, die damals noch sozusagen einfach normal in der absoluten Weltklasse mit dabei waren und inzwischen, wie gesagt, heutzutage zu absoluten Schachlegenden zählten, die super spannendes Schach auch produzierten, wie man zum Beispiel in dieser Partie gesehen hat. Ich kann euch nur das Studium derer Partien empfehlen. Die beiden immer, Gelfand vielleicht mehr im positionellen Bereich, Alexei mehr im dynamischen Bereich, absolute Vorbilder, was viele, viele Stellungstypen angeht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Chesspresso. Schaut gerne auf chessemi.com vorbei und dann bis zum nächsten Mal.